Hallo, seid mir gegrüßt, ihr Nerds. Heute spiele ich den zweiten Teil von meiner selbsternannten Challenge und zwar mit Quatsch, Mario. Mario nicht. The Great Gianna Sisters, Time Production. Ja, und ich möchte heute darauf hinweisen, es kann natürlich sein, dass vor meinen Videos hier immer Werbung kommt. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Das macht YouTube. YouTube macht die Werbung jetzt wahllos vor allen Videos, wo YouTube der Meinung ist, das passt. Also ich habe da keinen Einfluss drauf. Dazu habe ich eigentlich viel zu wenig Abonnenten. Und ich möchte mich auch schon bedanken hier beim Patrick Patul. Der hat ja schon daran teilgenommen und auch der Paddy, der gute alte Paddy. Ich verlinke die ganzen Sachen, die hier teilnehmen, unten in der Videobeschreibung, nochmal auch in diesem Video. Und ich versuche heute mal hier das Video ja mit der Version SE zu spielen. Das ist ja nicht die Version SE, wie ihr seht. Das ist die Original Gianna Sisters, die ich letztes Mal auch hatte. Besser gesagt, das ist die Original Time Warp Produktion, also die ist ohne Trainer. Ich spiele aber gleich die SE-Version und zeige euch dazu noch das Intro, wenn euch das interessiert. Das hat ja letztes Mal beim Patrick Patul nicht funktioniert. Und ja, was wollte ich denn noch sagen? Ja, und dann spiele ich, wenn ich schaffe, auch noch den dritten Versuch. Das mache ich dann auf den C64. Und ja, ihr könnt eigentlich die Plattform wählen, wie ihr möchtet. Das ist alles relativ gleich. Besser gesagt, die Level sind gleich. Das Einzige, was anders ist, ist, glaube ich, die Auflösung. Moment, zur Seite gehen so ein bisschen. Klappert ein bisschen, ist mein Mikroarm hier. Und in dem Hintergrund höre ich auch schon, brummt der PC ein bisschen. Ich spiele über einen Emulator. Ja, und jetzt drücke ich mal die Taste ganz kurz. Ja, und hier The Great Gianna Sisters. Mit der geilen Mucke. Aber jetzt lade ich erst einmal die andere Version. Ich blende jetzt hier mal den Ton weg. Ja, und das ist jetzt die andere Version. Und zwar ist das die SE-Version, die auch der Patrick Patul benutzt hat. Die kannte ich vorher gar nicht. Unten in der Beschreibung steht auch, wo ihr die herbekommt. Link habe ich mir beim Patrick geholt. Unter seinem Video hat er das geschrieben. Geht auch mal da vorbei. Schöner Kanal. Ja, ich drücke jetzt mal die Maustaste. So, und jetzt kommt das Intro von der SE-Version. Ich bin jetzt mal ruhig. Ja, cool. Jetzt muss ich natürlich die Disk wechseln und dazu drücke ich die Taste Ende und 1 und Enter. Na, müsste eigentlich gehen. Gucken wir mal. Jawohl. So, und jetzt lädt er die Hauptdiskette Reimagine Games. Ja, und dann gucken wir mal, ne, was hier die Schmiede. Ja. Das habt ihr ja schon gesehen beim Patrick. So, und jetzt muss ich mich konzentrieren. Kann sein, dass ich jetzt ein bisschen weniger quatsche, weil ich will keine Fehler machen. Ich versuche auch mal, so wie der Paddy es gemacht hat, hier die Abkürzung zu finden, weil der Level über den Ball zu springen ziemlich schwer ist. Ist ja kein Cheaten. Man kann auch dadurch auch weniger Punkte. Ja, aber jetzt geht's los. Ich drücke jetzt mal die Taste und dann gucke ich mir mal diese neue Version an. Da muss ich natürlich erst laden. Ja,
Also optisch auf jeden Fall viel schöner. Ich habe mir auch die CD32-Version runtergeladen. Die gibt es dort auch. Und ich gehe jetzt mal mit dem Joystick auf die linke Seite. Besser gesagt, ich drücke nach links und dann laden wir mal die Gina. So, und da ist es, Stage 1. Und jetzt muss ich aufpassen. Gucken wir mal, wie weit ich komme diesmal. Tolles Deutsch. So, da bin ich. Ah, eine Flasche. Jetzt sehe ich aus wie so eine Punker, ne? Also spielen vom Spielerischen her genauso. Kann ich jetzt keinen Unterschied feststellen. Ja, Geräusche sind anders. Oh, aufpassen. Glück gehabt. Ich möchte auch, wenn möglich, keine Items verlieren. Ach, da ist auch schon das Ende. Ja, okay, dann laufen wir mal hier raus. So, Level 1. Ja, und Paddy hat geschrieben, 32 Level, stimmt. Dieses Game hat 32 Level und einen Endboss. Also, ich weiß nicht, das ist dann eventuell Level 33. Ja, gucken wir mal, ne? Aber da komme ich garantiert nicht hin, das weiß ich jetzt schon. Plopp. Ja, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, man kann natürlich auch oben lang laufen. Aber ich weiß nicht, also das ist ja kein Spiel, ne? So, und hier komische Blub da. Machen wir mal kaputt. Aber hier sind auch noch schöne Points drin. Freund. Ich versuche auch so viel wie möglich mitzunehmen. Ja, ich will ja Punkte haben, ne? Den lasse ich mal da drin, den Kollegen hier. Da habe ich keinen Bock drauf. Da gehe ich wieder kaputt wie beim letzten Mal. Und hier. Ist auch cool, ne? Blub. Hier hole ich mir auch nur ein. Oh, einfach weiterlaufen. Jetzt kriege ich die Erdbeer. Ich sehe einen Regenschirm. Ne, geht noch nicht durch Wände. Die lasse ich auch drin. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock hier kaputt zu gehen. Jetzt kommt auch gleich die Biene. Mal gucken, wie die Biene hier aussieht. Naja. Mörderbienen. Oh, aufpassen. Hier gehe ich auch nur oben rum. Ja, Stage 3. Ne? 2 ist geschafft. Ja, hier war der Stage, wo ich letztes Mal kaputt gegangen bin. Das haben wir, 30 Points. Lup. Ich weiß gar nicht. Hier, da muss ich drauf springen, dann fällt er runter, dann kann ich da hoch, dann komme ich hier auch wieder hoch. Möglichst viele Points und ich glaube, hier war der Beamer. Jawohl. So, jetzt mache ich einen Warp. Warp to the Level 6. Na ja, gucken wir mal. Ja, also ich habe meine Punktzahl vom letzten Mal noch nicht. Und jetzt natürlich immer gut aufpassen. Honeybee, weg mit dir, du garstig bist. So mein Standardspruch. Habt ihr bestimmt schon gehört. Ah, der sucht sich jetzt schon selbst. Der sucht sich jetzt schon selbst. Der ist nicht weg. Der läuft da oben hin und her. Da müssen wir eben kurz gucken. Auf die Schnecke wollen wir nicht. Da oben wollen wir eigentlich auch nicht. Ja, eigentlich wollte ich hier die Points mitnehmen. Ich lasse das mal. Ist mir zu kriminell. Auch noch erwischt. So, aber meine Points habe ich jetzt schon. Ah, hier. Seht ihr unten rechts diese kleinen blinkenden Dinger? Das ist der Bonus Stage. Und hier kann man aber auch trotzdem noch diese ganzen Sachen hier mitnehmen. Dann kriegt man nämlich mehr. Ja, das ist der Bonus Stage.
So. Natürlich darf man sich auch nicht zu lange aufhalten. 11. Guckt euch die Zeit an, ne? Ich glaube, ich gehe jetzt kaputt. Vielleicht schaffe ich es aber noch. Ich glaube nicht. Ich muss dann nach links oben drücken. Ja, out of time, ne? Ich glaube, dann ist man trotzdem weg, ne? Ich glaube, meine Sachen sind... Ja, shit happens. Also, man darf sich nicht zu viel Zeit lassen. Ach ja, je, und da komme ich gar nicht drauf, da oben. Das ist doch Mist. Vielleicht von hier. Ne, geht nicht. Komm auch nicht mehr zurück. Also. Ich glaube, dieser Level. Ich hätte nicht so gierig sein sollen und gleich durchspielen. Dieser Level wird wahrscheinlich auch nicht der beste. Den nächsten Level spiele ich, wie ich gerade gesagt habe, am C64. Vielleicht hänge ich ihn auch hier hinten dran. Na, jetzt geht doch mal da hoch, Mensch. Ich komme einfach nicht hoch. Na gut, dann nicht. Dann links oben drücken. Damit er da hochspringt, ne? Und dann sind diese Sachen wieder vorhanden. Jetzt habe ich noch 40 Sekunden. Guck mal, so weit habe ich es vorhin gar nicht mehr gehabt, glaube ich. Ja, ist auf jeden Fall schon ein schöner Highscore für mich. Für mich, für euch wahrscheinlich nicht. Ihr werdet doch mehr schaffen, oder? So, jetzt bin ich im Level, wo ich gar nicht mehr weiter weiß. Natürlich habe ich diese Level alle schon mal damals gespielt. Boah, ich habe keine einzige Waffe. Wie soll ich da denn hochkommen? Ach so, ja. Ja, toll. Und jetzt? Jetzt bin ich kaputt. Oh Mann. Ja, super. Super, super. Also ich muss da irgendwie hochkommen und dann... Und dann nach links springen. Ja, okay. Ja, so genau. Oh, toll! Toll, ihr seid ja ganz tolle Honeybees. Also ich habe gerade gemerkt... Ich glaube, das war's, ne? Einen habe ich noch. Einen haben wir noch. Ich will aber noch ein paar Punkte machen, Leute. Ja, die Viecher sind ja richtig ätzend. Ja, da kommt schon wieder einer, ey. Ja, super. Ja. Nee, ich wollte eigentlich springen. Ja, es ist natürlich der Joystick schuld und nicht mein Können. So, heute versuche ich aber mal meinen Namen richtig zu schreiben. Auch wenn es ein bisschen dauert. Ja, wie gefällt euch das hier? Ich hoffe, ihr klingt euch ein, Leute. Egal wer, auch Leute im Chat, da, wenn ihr auf meinen Hauptkanal, kennt ihr natürlich auch, ne? Copter SD. Ist auch unten alles verlinkt. Und auch oben im Banner steht es auch. Komo. Passt das hier überhaupt hin? Komo Run? Also Komo Run ist klar, was das heißt, ne? Also Commodore Run. Run. Ja. U S T L M N O P Q R S D U. Na komm schon. Jawohl, passt hin. Warum muss man sich auch so einen langen Namen aussuchen? Ich fand den gut, weil von Commodore und Run, ja, Run beim Basic, ne? So, und was haben wir jetzt hier? 10.000 und, ist das eine 8? Ja, 10, Quatsch, 10.000. 7.018 Punkte. Bis Level 7 bin ich gekommen mit der Version The Great Diana Sisters SE. Und eventuell hängt hier noch eine C64-Version dran. Wenn das jetzt hier zu Ende ist, dann mache ich die C64-Version nochmal extra. So, und dann sage ich bis zum nächsten Mal oder bis zum nächsten Take mit der C64-Version. Grüße an alle Nerds und ja, eventuell habe ich auch mal vor, über diesen Kanal, über diesen Komoran, demnächst mal einen Livestream zu machen. Also ein Abo lohnt sich. Und natürlich kommt hier auch weiterhin neuer, geiler Stoff über Amiga, C64 und so weiter. Ich habe auch vor, den Atari noch einzubinden und eventuell auch noch andere Sachen. Das gucke ich, darüber informiere ich euch dann beim nächsten Video. Ist jetzt ein bisschen lang geworden, ich hoffe, ihr habt zu Ende geguckt. Vergesst das Abo nicht, vergesst nicht die Weiterempfehlung. Und Leute,
Nee, da fehlt doch was. Como. Wo ist denn das O? Komm ran. Ja, Leute, ich bin Legastheniker. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Uwe. Ciao.